Das ist wirklich ein super spektakulärer Plan der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Bei der Mission Comet Interceptor sollen drei Raumsonden einen Kometen abfangen, der sich erstmalig auf dem Weg in das innere Sonnensystem macht. Eine echte Premiere also, denn so könnte zum ersten Mal ein Komet untersucht werden, der von der Sonne noch völlig unberührt ist. Im Glücksfall könnte vielleicht sogar die Analyse eines interstellaren Objekts gelingen. What? Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert bang die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Jetzt gibt es grünes Licht für diese neue, wirklich spektakuläre Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Hier ist der Name Programm Comet Interceptor, übersetzt also so viel wie Kometenabfänger. Besteht aus drei Raumsonden, die auf Abfangkurs gehen. Im Visier ein Objekt, das sich vorher noch nie der Sonne angenähert hatte. Zusammen mit dem Weltraumteleskop Ariel sollen die Raumsonden 2028 ins All starten. Dann werden sie quasi im Weltraum geparkt. Aus Sicht der Sonne könnten sie dann hinter der Erde auf ein passendes Zielobjekt lauern. Dieser sogenannte Lagrange-Punkt L2 liegt 1,5 Millionen Kilometer hinter der Erde. Da gleichen sich alle Kräfte, die der Geschwindigkeit rund um die Sonne mit der Gravitation von Erde und Sonne aus. Und die Sonden brauchen keine Energie, um ihre Position zu halten. Die drei Komponenten der Mission bestehen aus den Sonden A, B1 und B2, die sich dann laut Plan kurz vor der Ankunft voneinander trennen und das Zielobjekt dann während des Vorbeifluges aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren. Das hat den Vorteil, dass der Komet von mehreren Punkten aus gleichzeitig beobachtet werden kann. Echte 3D-Informationen wären also das Ergebnis und könnten zum Verständnis dazu beitragen, welchen Einfluss die Sonneneinstrahlung auf Kometen hat und wie er mit den ständig wechselnden Sonnenwinden interagiert. Alle drei Sonden sollen optimal ausgestattet werden, sodass sie nicht nur in der Lage sind, den Kometenkern zu messen, sondern auch seine Staub-, Gas- und Plasmaumgebung analysieren können. 2028 wird die Mission ins All starten und die Reise kann Monate oder sogar Jahre dauern. Schließlich ist nicht wirklich absehbar, wann ein optimaler Kometenkandidat entdeckt wird. Heißt also im Klartext, Comet Interceptor könnte eine ganze Zeit lang im All herumlungern. Im Worst Case vielleicht sogar so lange, bis ihm die Energie ausgeht, bevor überhaupt in Richtung eines Kometen gestartet wird. Als Notfallplan hat die ESA deshalb bereits Ersatzziele ausgewählt, Kometen, die wir bereits kennen. Laut Plan der Weltraumagentur soll die Mission 5 Jahre nach dem Start im Jahr 2028 abgeschlossen sein. 150 Millionen Euro sind dafür eingeplant, doch der ganze Aufwand wird sich lohnen, da sind sich die Fachleute einig. Schließlich erlaubt diese Mission erstmalig, ein kosmisches Fossil genauer zu analysieren. Denn das Zielobjekt soll ja ein wirklich ursprünglicher Komet sein, der unberührtes Material aufweist, das vom Beginn des Sonnensystems stammt und außerdem noch nicht durch die Anstrahlung der Sonne verändert wurde. Noch einmal anders gesagt, das Zielobjekt wird also eines sein, das zum allerersten Mal aus den alleräußersten Regionen des Sonnensystems in die inneren Regionen kommt. Solch ein Besucher kann beispielsweise ins innere Sonnensystem gelangen, weil in den äußeren Regionen des Sonnensystems zwei Himmelskörper kollidieren und sich somit ihre Bahn ändert. Um dann in die Nähe der Erde zu kommen, brauchen solche Besucher tausende Jahre. Nach einer Runde um die Sonne dauert es wieder tausende von Jahren, um zurück in ihre alte ferne Heimat zu gelangen. So lange wollen Forschungsteams natürlich nicht warten und da kommen wir schon zu dem riesigen Problem, das Astronomieteams weltweit hatten. Die Zeitspanne zwischen der Entdeckung eines solchen sogenannten langperiodischen Kometen und dessen Vorbeiflug an der Erde ist viel zu kurz. Jedenfalls reicht diese Zeit nicht aus, um eine Raummission ins All zu planen, zu bauen und zu starten. Und genau deswegen ist das Konzept der neuen ESA-Mission so erfolgversprechend. Die fertigen Raumsonden erwarten einfach im All, bis irgendwann ein optimaler Kandidat vorbeikommt. Dazu der ESA-Direktor für Wissenschaft Günther Hasinger. Unberührte Kometen sind völlig unbekannt und bieten ein hochinteressantes Ziel für die Erforschung aus nächster Nähe, um die Vielfalt und Entwicklung dieser Objekte besser zu verstehen. Durch die beiden vergangenen ESA-Missionen Giotto und Rosetta, die ja auch Kometen im All erforscht hatten, konnten bereits wichtige Erkenntnisse gesammelt werden. 1985 war Giotto ins All gestartet, um den Halschen Kometen zu erforschen. 2014 war Rosetta auf der Oberfläche des Kometen Churyumov-Gerasimenko gelandet. Eine total aufregende Sache,
denn dadurch konnte nicht nur ein Komet aus nächster Nähe beobachtet werden, wir sind sogar noch darauf gelandet. Doch der Unterschied zur neuen ESA-Mission liegt auf der Hand. Sowohl Churyumov, Gerasimenko als auch der Hallische Komet waren bereits durch den Einfluss der Sonne verändert worden. Doch der ESA reicht das eben noch lange nicht. Zumindest der Besuch eines unberührten Kometen sollte also auf jeden Fall drin sein. Im besten Fall könnte sogar ein interstellares Objekt als Zielobjekt dieser Mission dienen, so die insgeheime Hoffnung der Weltraumorganisation. Dazu Günter Hasinger. Jetzt ist es an der Zeit, einen unberührten Kometen zu besuchen oder sich auf das nächste Oumuamua-ähnliche interstellare Objekt vorzubereiten. Oumuamua war im Herbst 2017 mit einem Teleskop ja auf Hawaii aufgespürt worden. Wir hatten hier bei Klicks und Science Fiction ja ausführlich darüber berichtet. Bei dem 400 bis 800 Meter langen Brocken- oder Sonnenlichtsegel, wir wissen es ja nicht genau, handelt es sich um das erste im Sonnensystem entdeckte Objekt, das aus dem interstellaren Raum stammt. Nach Meinung von Astronomieteams weltweit wohl kein Einzelfall, und so besteht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass die neue ESA-Mission solch ein exotisches Objekt abfangen könnte. Klar ist aber auch, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht besonders groß ist. Die Jagd auf Oumuamua beginnt ein aktuelles Mega-Video von Neugierzone. Anklicken, anschauen und abonnieren den Hammerkanal Neugierzone. Bis dann, bleibt dran.